Wahrer Fahrer, Trophäe erhalten. So, was kriegt man hier im Rennen für Bonus und Medaillen? Also Goldmedaille, beendet das Rennen auf dem Podium. Ja, das ist dann natürlich unser Ziel, ne? Silbermedaille, Sechster oder besser. Bronze ist Top 10. Professionalitätsbonus, ja gut, das kennen wir schon. Überholmaschine, schließe mindestens zwei Überholmanöver ab. Hammerteil, fahre 100% gültige Runden. Okay. Wie lange fahren wir? 40 Minuten. 40 Minuten. 2,6 Liter pro Runde. 26 Runden fahren wir dann ungefähr. Sagen wir mal 27. 27 mal 2,6 sind dann 70,2 Liter. Beziehungsweise wir müssen ja auch noch Dingsen, ne? Egal, wir nehmen das mal mit. 70,2. So, Keule, bis später. Alles gut, mach's gut. Ich wünsche dir dann auf jeden Fall viel Spaß. Wie gesagt, ich werde mal vorbeischauen und ja, bekommst du noch einen Host von mir. Ein 70 Liter sollten ja reichen. Ja, viel Spaß auf jeden Fall in der EGTM Liga 1. So, ich würde sagen, wir übernehmen hier den Reifendruck 25,3 und 25,7. 25,3 und 25,7. Dann haben wir 25,6 und 26. 25,6 und 26. Wunderbar. Das dürfte auch alles passen hier. Moment, welche Map nehmen wir da? Ich würde sagen, Map 3. Ja, Map 3. Ups. Hier. So. Wunderbar. Der Rest dürfte stimmen. Wir speichern das mal noch ab. Als, hier, ne? Dry, beziehungsweise wir schreiben mal alles groß, ne? Dry Race Day. Und dann umbenennen. Hier, das ist dann Dry Quali. Es fährt ja niemand eine Qualifikation bei Nacht, oder? Wieso schickt der Nightbot eigentlich noch was? Das macht gar keinen Sinn. Ich habe den eigentlich ausgestellt. Eigentlich soll das jetzt alles über Stream Elements laufen. Egal. Schaue ich dann mal anders. So. Ja, wir starten von der 1. Mal sehen, wie lange wir das halten können. So, wir sind innen. Das ist auf jeden Fall schon mal ganz gut. Ja, außer wir gehen richtig schön weit nach außen. Super. Wir müssen auf jeden Fall am Lamborghini dranbleiben.
Ja, ich muss hier jetzt etwas stärker auf die Bremse gehen. So, das haben wir auf jeden Fall wieder aufgeholt. Uiuiui. So, ein Boxenstopp müssen wir machen mit Fahrerwechsel. Schade, schade. Strecke ist auf jeden Fall schnell und die Temperaturen sind wieder so wie im Qualifying und im Training, obwohl wir jetzt Sonntag haben. Also hier, ne, vom Dings her, also in-game ist jetzt Sonntag. Training und Qualifying war beides am Samstag. Und hier die zwei Rennen finden jetzt beide am Sonntag statt. Reifendruck ist in Ordnung. Das Ding ist, der Lamborghini, der bremst hier zwar später, aber dafür können wir wieder früher raus beschleunigen. Und das bringt uns hier für die gerade dann halt eben ziemlich viel. Und jetzt waren wir in der Schikane, zumindest im zweiten Teil, und konnten uns somit ja den ersten Platz wieder zurückerkämpfen. Was mich nur wundert, dass ich am Start hatte ich nicht dieses oben beim Radar, wo man dann seine genaue Position sieht, ob man zu weit vorne ist oder zu weit hinten. Dieses Radar nenne ich es jetzt einfach mal, das hatte ich nicht. Das wundert mich etwas. Wenn ihr es wisst, dann schreibt das gerne jetzt in den Chat oder halt, wenn ihr das Video seht, in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Oder muss man das irgendwo in den Einstellungen einstellen oder?
Oder wie ist das? Oder gibt es das vielleicht auf den Konsolen gar nicht? Das wäre nämlich ein wenig blöd, weil ich finde das eigentlich so ganz gut. Also ich finde das echt gut. Wir haben jetzt mittlerweile auch schon 3 Sekunden rausgefahren. Great job, man. Thank you. Englisch Skills und so. Kennt man ja. Donnerstag findet übrigens das vierte Rennen der Long Distance Race League statt. Nürburgring, Nachtrennen, 2 Stunden, Nordschleife. Also 24-Stunden-Version bedeutet Grand Prix-Strecke und Nordschleife. Kennt man auf jeden Fall. Und das Ganze bei Nacht. 20 Minuten Qualifying, danach 2 Stunden Rennen. Das Ganze könnt ihr live entweder bei mir auf YouTube sehen. Ich fahre ja mit. Für all die, die das nicht wissen. Ich fahre da mit. Ja, könnt ihr live auf YouTube euch anschauen. Ausrufezeichen YouTube in den Chat. Oder ihr gebt auf YouTube einfach Control Gamer ein. Dann dürfte das auch kommen. Ja, ansonsten habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Genau, ansonsten könnt ihr das auch noch beim CT-Meister ansehen. Das ist dann die Kommentatorenperspektive. Könnt ihr euch bei ihm ansehen. Also der, der eben noch hier im Chat fleißig geschrieben hat. Ja, der kommentiert das Ganze. Da könnt ihr auch vorbeischauen, wenn ihr wollt. Einfach twitch.tv/ctmeister alles zusammengeschrieben eingeben und dann kommt ihr da direkt hin. Also das jetzt am Donnerstag, 2. Juli dürfte das sein. Das Video hier zu dem Rennen dürfte eigentlich auch noch. Ja. Das kommt dann, glaube ich, Montag oder Dienstag oder so. Irgendwie sowas. Ich glaube Montag. Ja, Montag. Weil Samstag kommt dann. Oh mein Gott. Uiuiui. Samstag kommt dann das Training
Sonntag kommen dann die zwei Qualifyings und Montag hier das Rennen. So, mal sehen, wann wir an die Box gerufen werden. Also wir haben jetzt noch 8 Minuten, dann sind wir circa bei der Hälfte des Rennens. Also wir müssen ja schauen, wann das Boxenstopp-Fenster geöffnet wird. So, 5 Sekunden haben wir mittlerweile rausgefahren. Und ich habe meinen Bremspunkt verpasst. Und wir verlieren Druck hinten rechts. Das ist alles nicht so gut. Ja. Könnte... könnte von dem einen Curb aus der Schikane eventuell kommen. Aber Zolder mag ich. Also Zolder ist echt eine coole Strecke. Nice. Also sind halt so ein paar Geraden dabei, paar Schikanen, paar enge Kurven, bisschen hier, bisschen da. Ist auf jeden Fall cool. So langsam bildet sich auch Gummi auf der Strecke. Also man sieht so, dass die Stellen, wo abgebremst wird, immer dunkler werden. Da sammelt sich halt Gummi und dadurch wird die Strecke schneller. Für all die, die sich nicht so gut damit auskennen.
Weitfahrer-Trophäe erhalten. Ja, cool, Leute. Also man sieht das hier zum Beispiel, jetzt ist hier die Strecke etwas dunkler, also der Asphalt, und jetzt hier ist es wieder hell. Pit Window ist oben. Oben, wahrscheinlich oben. Open. Ja, ich würde sagen, dann fahren wir auch direkt diese Runde an die Box. Wir verlieren ja hinten rechts sowieso Druck, wobei der schon wieder hochgegangen ist. Also von daher alles gut. Fünf. Ja, gut. Weil das ist nämlich wieder ein nicht gebrauchter Reifensatz. So, Fahrerwechsel. Lukas Freud steigt ins Auto ein. Wunderbar. Viele gehen an die Box, manche bleiben auch noch draußen. Ja, jetzt fällt man natürlich zurück, aber die anderen müssen ja auch noch einen Boxenstopp absolvieren, nicht wahr? So. Wunderbar. Damit haben wir auf jeden Fall unseren Pitstop absolviert, unseren Boxenstop. Wer ist in the pit? Wer ist in the pit? Sag nochmal bitte. Ich habe kein Wort verstanden, wer in the pit ist. Ich weiß nur, dass jemand in the pit ist. Aber wer? Na, vermutlich der Leader, also der Anführende des Feldes. Hälfte haben wir geschafft. Auf jeden Fall auch ganz gut. Und wir sind auch schon wieder auf Platz 2. Weil ein paar Leute in der Box waren. Das ist jetzt noch 2 Minuten offen. Ich gehe mal davon aus, dass die anderen zwei, die jetzt noch vor uns sind, diese Runde an die Box gehen.
wäre auf jeden Fall ganz sinnvoll. Wer ist jetzt in der Pitlane? Hab schon wieder nicht verstanden hier. Red mal lauter. Ich hab's halt echt nicht verstanden, ne? Hier finden auch schon die ersten Überrundungen statt. Ah, wobei, dauert noch alles. Jo, also die Top 2, also die zwei vor uns sind jetzt auch in der Box. Und somit sind wir wieder Erster. So wie es sich gehört. Ist ja ganz klar. Fast schon wieder zu spät. Pit Window is closed. So, und vor uns ist ein überrundeter Platz 16 im Reiter Engineering. Der scheint ja nicht so gut zu sein. Aber ich glaube, der geht auch besser geradeaus als um die Kurven. Glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Berichtigt mich bitte, falls ich falsch liege. Aber ich habe auch gehört, der soll nicht so angenehm zu fahren sein. Also auch in Online-Lobbys sieht man den generell eher nicht. Schön. Da haben wir echt Glück gehabt, dass der da von der Ideallinie runter ist. Weil ich habe mich so krass verbremst. Also ich meine, es war okay. Aber wäre der vor uns geblieben, dann wären wir dem wahrscheinlich drauf gefahren. Jetzt vor uns. Hier der Bentley. Im schönen Weiß. Polarweiß. Schnellste Runde ist der Lukas Freud hier noch gefahren. Auch wenn links jetzt trotzdem noch mein PSN-Name steht. Dankeschön. Sehr nett, wie die hier Platz machen. Sehr, sehr nett. Muss man einfach mal sagen, ja. Ja, aber das machen die echt gut.
Also, es gibt da viele Spiele, in denen das auf jeden Fall schlimmer ist. Gran Was? Ja, aber wirklich, da ist das komplett Katastrophe. Die gehen da kein bisschen von der Ideallinie runter, ja. Kein bisschen. Die musst du überholen, als wäre das ein normaler Gegner. In Formel 1 war zwar die Idee gut, aber ja, oft funktioniert das nicht. Bei mir zumindest. Weil ich fahre dann nach innen, um die dann innen zu überholen, weil ich denke, die gehen ja eh nicht von der Ideallinie runter. Und dann fahren die auch nach innen und bremsen so volle Kanne ab und ich bin so am rausbeschleunigen. Also wir reden von einer Situation nach der Kurve, ne? Ich bin so voll am rausbeschleunigen und die bremsen so komplett ab, fahren da mit 5 km/h und ich fahre denen dann halt volle Kanne drauf. Und das, obwohl ich weiß, dass sie das machen, ja. Ich weiß, das ist dann nicht so schlau von mir, aber ja, trotzdem, ne? Trotzdem. Danke schön. Ach Mensch, ich kann nicht mehr schalten. So, da vorne ist auch schon wieder der nächste, den wir vor uns haben zum Überrunden. Komma 1 Sekunden ist er noch weg, also dauert auf jeden Fall noch ein wenig. Oh, war ja.
ein froschgrüner Ferrari vor uns. Lol, was war das? Auf einmal einen Schlag von rechts gehabt. Reifenblätter. Naja, aber dürfte eigentlich nicht. Also unser Reifen sieht auf jeden Fall in der Grafik noch gut aus. So, jetzt sind es nur noch 3,2 Sekunden. Schön. So, noch circa 7 Minuten, etwas weniger. Sorry Leute, ich bin gerade ein bisschen so in einem Konzentrationstunnel drin. Das ist zwar eigentlich ganz gut, aber für euch ein bisschen blöd, weil dann sage ich genau gar nichts. Wäre ganz gut, wenn ich das am Donnerstag auf der Nordschleife hätte. Damit ich mich da auf jeden Fall voll drauf konzentriere. Weil das ist auf jeden Fall wichtig. Auf dem Nürburgring. So. Das ist nicht so gut. Komm jetzt. Noch 4 Minuten. Auf. So lange schaffen wir das jetzt hier noch. Auf geht's. Jetzt sieht man das auch richtig deutlich auf dem Asphalt mit den dunklen Stellen, mit dem Gummiabrieb.
der hier auf der Strecke ist. Und ich komme vorne links, die Bremse, die ist so krass am Überhitzen. Achtet mal drauf, wenn ich bremse. Die wird schon gelb. Gerade eben war sie rot. Hoffentlich wird das nicht, ja, zu krass, da ich dann gleich vorne links nicht mehr bremsen kann. Also, dass dann die Bremse versagt, das wäre auf jeden Fall sehr suboptimal. Geht noch. Gerade so halt, ne? So, wir haben noch Tank für 5 Runden. Wir werden aber nur noch 2 Runden fahren. Von daher reicht das auf jeden Fall. Wunderbar. Jetzt bekomme ich hier die Kurve auch mal wieder. Nach langer, langer Zeit. Okay, letzte Runde. Wir haben gerade den Call von der Boxengasse bekommen, von der Seitenlinie aus. Stay focused. Einfach sicher nach Hause bringen das Ding. Jetzt nicht noch Unfug machen. Bremsen sehen gut aus. Reifen sehen auch gut aus. Ticken zu warm, aber ist okay. Ist alles noch im grünen Bereich. Haha, wortwörtlich. wow. Ich habe hier gerade zur Sicherheit nochmal gelupft. So ein bisschen. So. Und damit sind wir dann gleich auch schon auf Start und Ziel. Schwarz-weiß karierte Flagge. Unser erster Sieg. Unser erster Sieg in der Karriere. Unser erstes Rennen. So, Freunde, geschafft. Erstes Rennen in der Karriere abgeschlossen. Mit Platz 1.
Trophäe erhalten, Dreiklang. Und da steht unser schöner Porsche in der Mitte auf Platz 1. Hinter uns der Lamborghini und dann noch der Audi R8. Ja, lief ganz gut, würde ich mal sagen, ne? Denke ich so. Kann ich die Wiederholung irgendwie abspeichern, so? Fände ich ganz cool. Nein. Schade, Mensch. Ah, wie, das zweite Rennen ist auch am Tag. Alles klar. Ach so, ja, klar, 3 Uhr.